Hallo ihr Lieben, gibt es Orgasmen beim Slow Sex eigentlich oder sollte man die komplett vermeiden? Ich habe eine wundervolle Frage bekommen von einem Mann. Auf YouTube habe ich eine Playlist, wo alle meine Videos über Slow Sex im Laufe der Jahre gesammelt sind. Und er hat da eins angeschaut zum Q&A zu Slow Sex. Wie beginnen wir eigentlich damit, die Do's und Don'ts? Und hat dann gefragt, ob ihr das richtig verstanden habt, gibt es beim praktiziertem Slow Sex für den Mann denn überhaupt noch normale Orgasmen mit Ejakulation? Soll jeder sexuelle Kontakt unterhalb dieser Schwelle laufen? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich 4 oder 6 Wochen keinen Orgasmus habe. Da sehe ich mich unruhig mit Gedankenschleifen zum Sex und Schlafstörungen. Ich habe dann mal nachgefragt, ob er sich damit jetzt ganz frisch neu beschäftigt oder schon ein bisschen Vorerfahrung mit hat. Und er hat dann geschrieben, dass seine Frau ihm das Buch Zeit für Männlichkeit von Diana Richardson, eine meiner Lehrerinnen, gegeben hat und er hat das weitgehend gelesen und ist dann auf meine YouTube-Videos gestoßen und hat gesagt, es würde ihm eben schwerfallen, auch zum Beispiel Oralsex darauf zu verzichten, weil das für ihn sehr intim und warm ist. Also ich finde es eine super Frage, weil es ist oft was, was Menschen auch beschäftigt. Wie soll das denn gehen und wie machen wir das denn überhaupt? Und wahrscheinlich, wenn du 10 Leute fragst, kriegst du 10 verschiedene Antworten. Ich habe eine längere Geschichte mit dem Thema Slow Sex und habe Phasen gehabt, wo ich zeitweise sehr dogmatisch war damit und auch das Gefühl hatte, oh, man darf keinen Orgasmus haben, man muss den auf jeden Fall vermeiden und damals versucht habe, meinen Mann davon abzuhalten, einen Orgasmus zu kriegen. Und ich muss sagen, das kreiert noch mehr Stress. Und ich glaube heute, dass das überhaupt nicht der Sinn der Sache ist. Es geht darum, einen eher entspannteren, cooleren Sex zu haben, die Energie sanft ein bisschen hochzufahren und wieder abflauen zu lassen, beziehungsweise sich auch ausdehnen zu lassen, sich da hinein zu entspannen. Also für mich geht es nicht um ein Vermeiden von irgendwas, sondern ein Willkommen heißen von vielen Dingen, die man vorher gar nicht kannte. Weil im herkömmlichen Sex ist man einfach sehr auf die Reibung fixiert, die entsteht über den Kontakt von Penis und Vagina und die Energien, die dabei entstehen, und nimmt oft die feinen Energien gar nicht wahr. Und im Slow Sex oder im tantrischen Liebe machen geht es eigentlich darum, dass auch diese Organe wieder lernen, miteinander zu kommunizieren. Und wenn die immer nur in Bewegung sind, dann können die das nicht. Ich nehme gerne so dieses Beispiel, wenn du Strom haben willst, dann steckst du den Stecker in die Steckdose und machst nicht hin und her damit, sondern du steckst ihn da rein, ah, und der Strom kann fließen, ja? Und das ist das, was passieren kann, wenn wir uns darauf wirklich einlassen. Aber es ist eben ein Prozess und es geht auch gar nicht darum, eben etwas zu vermeiden, sondern eher sich da hinein zu entspannen. Und das braucht Zeit. Und ich würde auch gar nicht sagen, es geht auf jeden Fall darum, dass Orgasmen nicht mehr vorkommen. Manche Leute würden das vielleicht sagen. In meiner Ansicht geht es darum, dass sich die lustvolle Energie, die sexuelle Energie im ganzen Körper verteilt und eine ganz neue Ebene erreicht, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man das nicht kennt. Und als Fokus würde ich erstmal nehmen, sich in diese sexuelle Energie hinein zu entspannen und auf den Kontakt zwischen beiden zu fokussieren. Mal sind wir im Kontakt miteinander und immer wieder in den Kontakt zu gehen. Denn wenn du in diesen Reibungssex gehst und in das Aufbauen von hoher sexueller Energie, dann ist man ganz oft gar nicht mehr wirklich präsent und im Kontakt. Ja, es gibt da die sogenannten Liebesschlüssel, zum Beispiel Augenkontakt ist eins davon oder Atem, wirklich in den Kontakt gehen. Und dann passieren ganz andere Dinge. Und das, was ich für mich erlebt habe als zutiefst ekstatische Momente, die sind entstanden in einer absoluten stillen Vereinigung, ja, wo nichts mehr im Äußerlichen passiert ist, wo wie Tore aufgegangen sind. Das ist aber ein schrittweiser Prozess, der kommt nicht von heute auf morgen. Deswegen ist Slow Sex auch keine Technik. Ja, das ist eine andere Herangehensweise ans Lieben, die Stück für Stück Tore, Portale öffnet. Und wenn der Orgasmus geschieht, dann lass ihn geschehen. Aber nimm ihn nicht als Fokus. Und das kann für Männer auch unheimlich entspannend sein, wenn dieser Leistungsdruck und dieser Fokus mal wegfällt. Und sie einfach nicht mehr müssen. Und einfach mal da sein dürfen. Da, wo sie eigentlich immer hinwollen, ja, im Schoß der Frau, wenn sie da mal wirklich ankommen und entspannen dürfen. Das kennt man normalerweise nicht. Und denkt, ja, aber dann verliere ich doch meine Erektion. Also, ja und?
macht ja nichts. Ja. Man kann üben, in dem Kontakt zu bleiben, auch wenn die Erektion weggeht. Und einfach da zu bleiben und im Kontakt zu bleiben, dann kommt die irgendwann wieder, wie so eine kleine Schlange, die sich wieder aufrichtet. Und dann entsteht die wieder und dann kommt eine neue Welle von Lust vielleicht. Ja. Und eher mit auf diesen Wellen zu reiten und, ich sag mal, damit zu spielen auch und vor allen Dingen im Kontakt zu bleiben mit dir selbst, mit Partner, Partnerin. Und nicht den Fokus auf, ich will etwas erreichen zu haben. Und das ist oft so eine ganz neue Herangehensweise, die wir nicht kennen und auch erstmal üben müssen. Ja, uns da rein zu entspannen in diese sexuelle Begegnung, in die Erregung. Und da ist eben der Fokus gar nicht auf diesem Gipfel. Es geht nicht um einen Gipfelorgasmus, wird davon Frontalorgasmen gesprochen. Aber wenn der geschieht, ist das überhaupt nicht schlimm. Also ich bin gar nicht mehr für dieses Dogmatische, aber ich habe das selber eine Zeit lang gehabt. Von daher kann ich das gut verstehen, wenn Menschen das haben auch. Ja. Ich bin überhaupt nicht mehr für Dogmen und man muss es genau so und so machen, sondern es geht ja um die Erfahrung miteinander. Es geht um die Vertiefung der Liebe und nicht um das Befolgen von Regeln. Und das ist für mich der Hauptfokus. Also nimm den Druck raus, wenn ein Orgasmus geschieht, dann freut euch dran, ja, und übt in die Erregung hinein zu entspannen und das auch zu genießen, dass das gar nicht sein muss. Und wie schön, dass das Reiten auf ekstatischen Wellen und schönen Energien sein kann, ohne dass es unbedingt immer diese Entladung haben muss. Ja. Und dann kann mit der Zeit da mehr Entspannung geschehen und der Orgasmus dauert vielleicht viel länger, bis er kommt und wird viel tiefer, wenn er dann kommt und wird vielleicht irgendwann gar nicht mehr so wichtig. Ja. Und ab und zu kommt dann, ab und zu kommt er nicht. Also es geht nicht darum, etwas zu unterdrücken. Das finde ich ganz wichtig. Ja, also wenn man merkt, ich habe jetzt doch so viel Energie aufgebaut, ich muss das jetzt entladen, sonst kriege ich einen Druck und es ist unangenehm. Ja, dann bitte lass los und genieße es auch und fühle dich nicht schlecht dafür. Ja. Also bei allem Experimentieren mit Slow Sex, bitte, bitte die Natur nicht unterdrücken und das, was Freude macht, darf Freude machen. Ja. Und in dem Ganzen, nimm den Druck raus. Den Frauen sage ich immer so schön, lehn dich zurück, Liebes. Das kann man aber auch den Männern sagen. Lehn dich zurück, mein Lieber, entspann dich, genieße es und schau mal, wie das ist, wenn du für dich selber Stück für Stück den Leistungsdruck rausnimmst. Ja. Und dich einfach mal da rein entspannst und es mal genießt, dort zu sein, im Schoß deiner Partnerin, wo du immer hin willst. Viel Spaß und guten Genuss. Ich freue mich immer über Fragen zu diesem Thema.